Okay, ich denke, ich kann den. Ich kann die Lags relativ. Was? Boah. Ich wollte gerade sagen, ich denke, ich kann die Lags relativ gut. Junge, was ist denn los hier? Willkommen heute zu einem neuen Video und heute zocken wir mal ein paar Runden Quick Survival Games und ja, wir schauen mal, was wir so reißen können. Und ich habe euch auch eine Sache zu präsentieren, die ich euch auch zeigen werde, sobald ich die Runde hier gezockt habe, denn ich wurde letztens einfach aufgrund von Fliegen gekickt, weil der Server eine gewisse... Ja, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, das kann man mehr oder weniger als Bug bezeichnen, weil eigentlich ist das nur so eine Sicherheit, also so eine Sicherheitsüberprüfung, ob der oder diejenige hackt und man wird deshalb aus Sicherheitsgründen gekickt. Aber ich wollte euch das trotzdem mal zeigen, weil ich das mega lustig fand und sieht er mich? Ja, der sieht mich. Was ist mit seinem Aim los? Lol, okay, krass, dass ich den bekommen habe. Hätte ich nicht mitgerechnet. Jedenfalls ist das so eine Sicherheitslücke vielleicht oder Sicherheitsabfrage und deshalb wird man gekickt. Aus Sicherheitsgründen, wie schon erwähnt, aber dazu gleich mehr. Ja, Stichpunkt zweites Video ist ja momentan immer so eine Sache. Das kommt, ja, mal pünktlich, mal nicht pünktlich. Das hat aber einfach was bei mir aus zeitlichen Gründen. Also das hat was mit der Zeit zu tun. Ich bin momentan sehr viel am Arbeiten, was beispielsweise den Merch angeht. Denn ihr wisst, Leute, ich arbeite dran, dass der Merch am 2.1.2016 rauskommt und am 3.1.2016 rauskommt. So um den Dreh ist auf jeden Fall mein Ziel. Und da mache ich das ja zusammen mit dem lieben Jaden. Wir setzen uns da wirklich täglich momentan zusammen dran und möchten das Ganze auf jeden Fall bis zu dem Datum rausbringen. Ich hoffe, dass alles klappt. Wir geben uns da wirklich immer viel Mühe. Und das ist auch beispielsweise ein Grund, warum beispielsweise der... warum die zweiten Videos, die am Tag immer folgen, also das Video, was heute um 19 Uhr kommt oder was gestern um 19 Uhr kam, warum die immer nicht so ganz pünktlich kommen. Und ja, Leute, ihr könnt euch aber immer sicher sein, dass auf jeden Fall jeden Abend ein zweites Video kommt. Jeden Abend kommt ein zweites Video um den Dreh um 19 Uhr mal. Eine Stunde später, mal pünktlich, aber in der Regel, wenn das Video später kommt, beziehungsweise immer wenn das Video später kommen sollte, poste ich das Ganze auf Twitter. Also ihr könnt euch wirklich sicher sein, wenn auf Twitter nichts steht von wegen, das Video kommt später, dann kommt das Video um 19 Uhr online. Ansonsten, wenn ich beispielsweise aus irgendwelchen Gründen auch immer sage, ey, ganz im Ernst, es wäre mir zu stressig, das um 19 Uhr zu veröffentlichen, dann schreibe ich das auf Twitter. Also ihr könnt euch immer sicher sein, dass ihr da auf der sicheren Seite seid, wenn ihr auf Twitter vorbeischaut. Deshalb schaut auf jeden Fall immer auf Twitter vorbei. Lol, ich habe ihn ja nicht mal angegriffen, okay. Na, die Zauberkuh war da jetzt... Alter. Nein, ich darf mich jetzt nicht töten lassen, das wäre ja mega bitter. Alter, nein, er war einfach... Nein, er hat mit... Junge, da war ich mir schon zu sicher. Da war ich mir schon zu sicher, aber ich wollte gerade nur sagen, die Zauberkuh... Hat, glaube ich, nicht gut genug gezaubert, aber da hätte ich mich echt zurückhalten sollen. Naja, GG, hat er richtig gut gemacht, der Kollege, dass er sich dann noch so gut gehalten hat. Mann, aber er hatte auch noch ein halbes Herz, muss man fairerweise sagen. Scheiße! Ja, also das war es erstmal zum Video gewesen. 19 Uhr kommen die Videos immer, außer ich schreibe was auf Twitter. Und ich bin am Merch am Arbeiten, deshalb ist es ein bisschen schwierig, aber... Das bekommen wir alles hin, Leute. Und ich würde sagen, wir joinen direkt in die nächste Runde und ich zeige euch einfach mal ganz kurz, was ich damit meine, also mit gekickt werden wegen Fliegen. Und zwar gibt es bei QSG, also zur Vorgeschichte, ich habe mit einem Kollegen QSG gezockt und der hat sich dann einfach so ein bisschen so in dieser Spawn-Phase ja, bewegt, gesprungen und es wurde dann irgendwann gekickt. So, und dann ist uns aufgefallen, okay, man wird ja immer hier zurückgebackt. Und wenn ich jetzt springe und beim höchsten Punkt geradeaus gehe und das lang genug mache, dann seht ihr schon, ich werde aus dem Server rausgeschmissen mit dem Grund, Flying is not enabled on this server. Heißt, es ist also eine Sicherheitsabfrage, naja, das ist ja, das könnte man eigentlich die ganze Zeit sagen, es wird halt natürlich die ganze Zeit, ja, kontrolliert, ob jemand hackt oder sowas oder ob jemand versucht zu fliegen und dadurch, dass man so lange in der Luft schwebt,
wird das halt als Fliegen gewertet. Finde ich aber eine interessante Sache, die ich euch gerne mal zeigen wollte, weil ich das eben aus Zufall mit meinem Kumpel erfahren habe. Und ja, ich könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das kanntet, diesen... Naja, ich würde es jetzt nicht unbedingt Bug bezeichnen, ich würde es einfach mal... Ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll. Also, ein Bug wäre es ja nicht, weil ein Bug wäre es für mich, wenn man einfach so für Fliegen gekickt werden würde. Und es ist ja nur so... Lol, leckt es? Ne, es leckt nicht. Hä? Läuft bei denen. Es leckt bei mir, glaube ich. Warum leckt es bei mir? DDoS incoming. Hä? Okay. Es ist ja so gesehen nur eine Sicherheitsabfrage, ob der oder diejenige fliegt. Also versucht zu fliegen. Okay. Ich würde den jetzt gerne töten. Den hatte ich am Anfang ganz gut in der Combo. Ich gehe mal nach links. Komm her. Alter, was ist denn los? Hä? Was war das? Check ich ja gar nicht. Was ist denn los hier auf dem Server? Oder Internet? Ich weiß es gerade echt nicht. Okay, ich denke, ich kann den... Ich kann die Lags relativ... Was? Moah. Ich wollte gerade sagen, ich denke, ich kann die Lags relativ gut... Junge, was ist denn los hier? Ey, das würde mich jetzt mal echt interessieren. Also erstens, kanntet ihr diesen Bug? Und zweitens, hattet ihr auch gestern solche Lags? Hä? Ich hab... Lol, ich hab ihn einfach getötet, obwohl gar nichts passiert ist. Alles klar, kann man so lassen, ne? Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch solche Lags hattet gestern Abend. Also es ist jetzt schon... Naja, so gesehen kommt das Video noch heute online. Ich nehme hier gerade um 0 Uhr morgens auf, am 20. Aber ihr könnt ja trotzdem in die Kommentare schreiben, ob ihr in der letzten Zeit auch ein paar Mal mit Lags zu kämpfen hattet. Würde mich mal interessieren. Und es würde mich auch freuen, wenn wir jetzt langsam mal einen Bogen finden würden. Und da kommt einer. Ein Zombie. Oh nein. Rein damit ihr. Boom. Und er will mich auch da reinboosten oder was? Okay. Ja, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich sagen sollte, hau ab. Oder auch nicht. Fall. Yeah. So, Leute, da sind wir auch wieder zurück. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier was reißen können oder nicht. Zumindest die letzte Runde würde ich relativ gerne gewinnen. Aber ob das möglich ist, ist jetzt natürlich eine andere Frage. Und ja, das war dann doch etwas anders ausgegangen, als ich es erwartet hätte. Und da haben wir schon mal... Andi, die 1 und zufällig war es... Ah ne, Finn, die 1 und zufällig war es unser erster Kill. Zufall? Ich denke ja nicht, ne? So, okay, cool. XPVP, Alter, XPVP Pink Player XX hatte sogar meinen Skin. Bester Mann, Grüße gehen da nicht raus. Lol, XPVP Pink Player XX, oder? XPVP Pink Player XX. Was ist das für ein Name? Geiler Name, Bro. Geiler Name auf jeden Fall. Ich habe keine Pfeile. Er sieht mich aber auch gerade gar nicht. Und da kann ich den einen oder anderen Hit mitgeben. Ja! Nice! Die Angeln haben wir jetzt auch am Start. Sehr schön. Und dann kann ich erstmal ein Brot schmackhaft verzehren. Dann haben wir Killerschnitzel. Moin, Killerschnitzel. Dich zerspringe ich. Nee, 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 nee. Obwohl. Schauen wir mal, ob das echt so was mit der Zersprengung wird. Dich kann ich den... Pfeil aufsammeln. Kommt da eh raus? Genau. Nein, ich komme da nicht raus. Wow. Damit hätte ich nie gerechnet. Überhaupt nicht, nein. Besonders bei den überhaupt nicht auffallenden Sounds. Damit auch nicht. Aber netter Versuch. Er rennt weg. Okay, dann gehe ich mal rasch hinterher. Also es sollte nicht unmöglich sein, ihn zu töten. Der... Also ich weiß jetzt nicht, ob er das unauffällig machen möchte oder ob er das einfach nur macht, um mich etwas fernzuhalten. Ich kann es nicht einschätzen. Lol, ich habe mich gerade ein bisschen gewundert, weil einfach ja die Kiste hinter mir aufgegangen ist. Aber so wie es... Wow. Aber so wie es aussieht, hat er, glaube ich, aus Versehen auf die Kiste geklickt, anstelle mich zu schlagen. Und das ist nicht gut, das ist gar nicht gut, das sieht gar nicht gut aus. Und jetzt kommt er durch. Okay, das ist aber nicht mehr schön gerade. Und ein Hit, zwei Hits. Der schießt sich voran vorbei. Und bam, er hat auf jeden Fall nicht mehr viele Herzen. So viel steht fest.
Und jetzt renne ich ihn nochmal hinterher. Bleib stehen, okay. Juckt ihn halt nicht. Okay. Und da haben wir das Ding nach Hause geholt. Yeah, nice. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, Leute, das war's von der QSG-Runde und von dem kleinen Bug. Ja, heute 19 Uhr gibt's das zweite Video. Falls ihr das gestrige Video noch nicht gesehen habt, dann checkt das definitiv aus. Würde mich natürlich freuen. Und das hat auch was mit der No-Hit-Delay zu tun. Also ihr könnt das sogar selber spielen jetzt mittlerweile. Und wie, das habe ich im Video gezeigt. Deshalb könnt ihr gerne vorbeischauen, falls ihr es auch mal selber zocken wollt. Also so ein No-Hit-Delay-Battle. Und dann sehen wir uns morgen oder heute um 19 Uhr wieder. Ciao!